Hallo, herzlich willkommen. Ich will jetzt noch mal was zum Thema SketchUp zeigen. Ich schreibe ja gerade mehrere E-Books über SketchUp und modelliere da zusammen mit Ihnen das Haus Moller von Adolf Loos. Und es gibt einfach Sachen, die kann man im Video besser erklären oder zeigen, vor allen Dingen. Und deswegen gibt es jetzt auch immer kleine Videos, immer wenn ich sozusagen wieder was entdeckt habe, was die Arbeit erleichtert oder was wichtig ist für den Umgang mit diesem Programm. Versuche ich das jetzt entweder in diesem E-Book unterzubringen oder eben als Video zu veröffentlichen. Hier an dieser Stelle geht es nochmal um diese Struktur im Modell in SketchUp. Wir haben sozusagen zwei Niveaus von Struktur. Wir haben also die ganz wichtig, die Ebenenstruktur, die Sie vielleicht oder ganz bestimmt aus anderen Programmen auch kennen. Es gibt ja fast in jedem Programm, was wir normalerweise benutzen, gibt es Ebenen. InDesign, Photoshop, Archicad, Vectorworks, AutoCAD natürlich und Allplan. Also Layer sind sozusagen bekannt. Sie verteilen ihre Sachen auf Ebenen, sodass Sie sie dann wahlweise ausblenden können und dadurch einen besseren Überblick haben und vor allen Dingen auch teilweise einfach besser arbeiten können, wenn Sie zum Beispiel, sagen wir mal, Sachen haben, die Ihnen im Weg stehen oder die einfach die Performance Ihres Computers runterschrauben, weil es einfach so viele Polygone sind. Sie brauchen die aber gar nicht, dann könnten Sie diese Ebene ausblenden und könnten freier arbeiten. Also Ebenen sind eigentlich bekannt. Und die Ebenenpalette ist normalerweise nicht eingeblendet. Ich habe sie gerade eingeblendet. Die heißt sogar in der deutschen Version Layer. Ist ja auch wurscht. Und jetzt ist sie hier und wir sehen, es gibt genau eine Ebene. Das ist herrlich einfach alles hier. Wir haben Plus und Minus, um Ebenen zu entfernen. Und natürlich das Pluszeichen, um neue einzuführen. Während wir arbeiten, das ist ja immer so, Sie können also während Sie arbeiten feststellen, dass Sie vielleicht ein bisschen Ordnung schaffen müssen. Dann legen Sie halt eine Ebene an und verfrachten den Teil des Modells, den Sie gerne auf dieser Ebene hätten, dann da drauf. Das passiert also sozusagen alles so, wie Sie es brauchen. Entfernen können Sie die Ebenen auch wieder. Nur diese eine Ebene 0, die kann man nicht entfernen. Also eine Ebene muss es mindestens geben. Alles, was bisher in diesem Modell drin ist, ist jetzt auf dieser Ebene. Schauen wir mal, was sich hinter diesem kleinen Dingsbums hier verbirgt. Löschen, Farbe nach Layer, okay. Sie können also diese kleinen Farben vergeben. Und das war es auch schon. Die Ebenen dürfen natürlich auch noch Namen haben und Sie können nach diesen Namen sortieren. Hier wird an- und ausgeschaltet, das heißt sichtbar und unsichtbar. Und welche Ebene aktiv ist, also auf der gerade gezeichnet wird, bestimmen Sie durch Aktivieren oder Anklicken dieses Ebeneneintrags. Das ist sozusagen die wichtigste Struktur. Die darunter liegende Struktur auf der Modellebene, wenn wir noch nicht bei den Layern sind, sozusagen, hatte ich schon vorgestellt. Also aus meiner Sicht sind das vor allen Dingen die Components. Sie können Sachen gruppieren oder in Components verwandeln. Components oder Komponente, wie es hier im Deutschen heißt, sind intelligente Gruppen, das heißt, eine Änderung an einer beliebigen Kopie eines solchen Components überträgt sich sofort auf alle anderen. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Ich drücke die Leertaste, um auswählen zu können, klicke doppelt auf einen dieser Components hier und kann jetzt zum Beispiel mit P, also Push-Pull, dieses Ding hier bearbeiten. Jetzt nur noch mal zur Erinnerung, das mache ich jetzt nicht wirklich. Ich drücke Escape und dann war es das. Mit der Leertaste irgendwo hinklicken, dann sind Sie wieder raus aus diesem Modus. Vielleicht noch für die etwas ruhigere Fraktion. Sie können auch mit der rechten Maustaste Komponente bearbeiten, auswählen, das ist dann das Gleiche. Gut, jetzt möchte ich das mit den Layern erstmal ein bisschen hintanstellen. Ich mache jetzt mal, oder ich platziere jetzt hier noch einen Zylinder in dieser Szene. Mit C zeichne ich einen Kreis. Ich gebe den Radius ein. Da unten rechts im Fenster können Sie es sehen. Ich gebe mal 2,5 ein. Und ziehe mit P, Push-Pull, das Ding nach oben. Herrlich, wie das mit dem Schatten hier funktioniert. Und hier vielleicht eine Kleinigkeit, die überhaupt nicht zum Thema gehört, aber Sie können jetzt sozusagen, wenn Sie wollen, dass der Zylinder genauso hoch wird wie diese anderen Klötzchen hier, dann gehen Sie einfach, während Sie das machen, hier drauf und schon wird es genauso hoch. Genial, oder? Das ist sozusagen dieses Ausrichten, was in SketchUp so schön einfach funktioniert, funktioniert hier auch. Ich mache es nochmal. Einfach hochziehen, statt jetzt 5 einzutragen, so hoch sind die Klötze nämlich. 5 Meter gehe ich einfach hier auf einen dieser benachbarten und dann wird es genauso hoch. Gut, ne? So. Jetzt mache ich das auch noch zu einem Komponenten. Das heißt, ich klicke dreimal da drauf, damit ich alles auswähle. So, jetzt habe ich es. Alles ist ausgewählt. Dreimal klicken wählt sozusagen alle zusammenhängende Geometrie aus, wie man so schön sagt. Und jetzt mache ich daraus auch eine Komponente. Im Deutschen heißt das Komponente erstellen. Und wie das Ding jetzt heißt, ist wurscht. Ist alles nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass die Auswahl, die ich hier habe, also die Flächen und die Linien oder Kanten, verschwinden danach. Ich habe danach nur noch diese Komponente. Das ist also immer wichtig, diesen Haken hier erstellen. Jetzt ist das auch so ein geschlossenes Ding.
Und jetzt passen Sie mal auf, wenn ich eins von diesen bearbeiten möchte. Ich habe ja jetzt zwei verschiedene Komponenten. Also den hier habe ich fünfmal, den habe ich einmal. Wenn ich jetzt hier draufklicke, doppelt zum Bearbeiten, dann verschwindet diese andere Komponente, beziehungsweise es verschwindet überhaupt alles andere. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach zu sehen, weil wir nur zwei verschiedene Sachen haben. Sie würden also in diesem Fall den ganzen Rest des Modells ausgeblendet haben. Das ist natürlich eigentlich sehr praktisch, weil man dadurch sich konzentrieren kann. Also denken Sie dran oder überlegen Sie mal, dass Sie einen Fensterrahmen bearbeiten wollen und Sie haben da schon ein ziemlich mächtiges Haus zusammen gebastelt und das steht Ihnen natürlich im Weg. Dann können Sie einfach doppelt darauf klicken auf die Fensterkomponente, die es dann ja wohl wäre und dann wird sofort zack das ganze restliche Modell ausgeblendet. Sobald Sie irgendwo anders hinklicken, ist alles wieder da. Da ist der Zylinder. Ja. So, das ist ja schon mal schön. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie trotzdem sich ausrichten wollen an was anderem, was also nicht die gleiche Komponentenart ist. Und dann können Sie sozusagen auch bestimmen, dass Sie das dann trotzdem sehen und nicht, dass es nicht ausgeblendet wird. Ja, also jetzt hier zum Beispiel der Zylinder, jetzt wird das andere ausgeblendet. Das können Sie steuern, dass das dann nicht passiert, sondern dass es höchstens heller ist. Und das machen wir hier: Fenster, Modellinformationen, Shift, Steuerung I. Und dort können Sie unter Komponenten bestimmen, wie sich diese Dinger jetzt verhalten beim Aktivieren oder an Doppelklicken ähnliche Komponenten ausblenden. Das heißt, Sie können also dann damit bestimmen, dass alle anderen Kopien dieses einen Komponenten, den Sie da doppelt anklicken, ausgeblendet werden. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Sie können aber auch bestimmen, dass vor allen Dingen der Rest des Modells ausgeblendet wird. Das ist im Moment so. In der Voreinstellung war das gar nicht so. Da kann man sagen, dass es heller ist. Zum Beispiel ziemlich hell. Jetzt probieren wir mal, was dann passiert. Jetzt wird das hier ein bisschen heller. Okay, die Kanten verschwinden. So dramatisch ist der Effekt nicht. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel hier das darunter ziehen würden und dann wieder gerne die gleiche Höhe hätten, dann können Sie sich an dem ausrichten. Das gilt natürlich nur, wenn Sie den auch sehen. Ja? Also, das ist eine schöne Sache. Sie können jeweils bestimmen, ob alles ausgeblendet wird, was nicht gerade bearbeitet wird oder noch zum Teil zu sehen ist. Das Ganze wird natürlich deutlicher, wenn es eine Farbe bekommt. Jetzt ist es alles weiß, deswegen ist der Unterschied nicht so krass gewesen gerade. So viel nur dazu. Jetzt klicke ich nochmal oder wähle nochmal diese Funktion aus, dass alles ausgeblendet wird. Jetzt wird es nämlich noch toller. Und zwar möchte ich jetzt gerne, dass all diese Kuben auf einer anderen Ebene liegen. Und jetzt stellen Sie sich vor, das ist nicht so schön einfach wie hier, dass die alle da so schön ausgewählt werden könnten. Also im Moment kann ich ja hier einfach mit Shift die alle auswählen oder kann einen Auswahlrahmen aufziehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es ein bisschen komplizierter ist. Sie haben zum Beispiel alle Ihre Fensterrahmen, sind die gleichen Komponenten, also identische Komponenten. Und die hätten Sie jetzt gerne am Schluss oder während der Arbeit im Fortschreiten auf einer neuen Ebene, die Sie aber bisher noch gar nicht hatten. Und dann geht das natürlich nicht so einfach mit diesem Auswählen. Ja? Und die einfachste Möglichkeit ist jetzt, dass man bei der Komponentenbearbeitung darauf achtet, dass der Rest des Modells ausgeblendet wird. Das wäre Schritt 1. Dann legt man sich natürlich eine neue Ebene an, die man zum Beispiel Würfel nennt. So, die muss man natürlich erstmal haben, sonst geht es nicht. Und jetzt mache ich das so. Ich klicke also nochmal doppelt hier drauf. Jetzt sehe ich nur diese Würfel. Dann drücke ich Steuerung A, alles auswählen. Ganz wichtig. Jetzt habe ich alle ausgewählt, alle Komponenten der gleichen Art. Und jetzt kommt Elementinformation, Steuerung I. Und da sehen Sie jetzt, dass Sie an dieser Stelle Elementinformation, Steuerung I, also auch sehr naheliegend als Kurzbefehl, können Sie den Layer auswählen. Und im Moment ist es noch Layer 0. Wenn ich jetzt für eine Würfelebene anklicke, dann kann man die, dann landen diese Würfel sozusagen auf dieser neuen Ebene. Okay, ich klicke jetzt hier mal drauf. Jetzt habe ich die Würfel alle hier. Jetzt kann man hier eigentlich nichts Besonderes sehen, aber ich kann jetzt diese Würfelebene mal ausblenden und dann sehe ich sie auch schon nicht mehr. Das ist also der Beweis. Ich habe diese Würfel jetzt mit zwei oder einem Doppelklick und einmal Steuerung A und der Elementinformation auf eine neue Ebene verfrachtet. Das ist wichtig. Ja? Sie müssen sozusagen immer im Auge behalten, dass Ihr Modell immer größer wird und immer komplexer, weil Sie natürlich immer mehr konstruieren und bauen und Sie müssen einfach den Überblick behalten. Es kann nicht sein, dass alles auf einer Ebene liegt. Das funktioniert nicht, weil dann haben Sie fast keine Möglichkeiten, das zu steuern, was man jetzt sieht und was man nicht sieht. Sie haben jetzt nochmal gesehen, wie das mit den Komponenten funktioniert und wie das dann auf diesen Ebenen liegen kann. Jetzt probiere ich nochmal was Zweites aus. Ich lege noch eine neue Ebene an, die nenne ich, keine Ahnung, Teilflächen.
Und jetzt passen Sie mal auf, was ich mache. Ich klicke doppelt auf einen dieser Würfelkomponenten, wähle jetzt hier diese drei Flächen aus und mache die zu einem weiteren Komponenten. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen einen Komponenten innerhalb eines größeren Komponenten. Auch hier wichtig, Auswahl durch Komponente ersetzen. Das ist da merkwürdigerweise abgeschaltet. Und jetzt habe ich diese ganzen Teilflächen nochmal als neue Teilkomponenten dieses größeren Würfelkomponenten. So, jetzt klicke ich doppelt auf eins dieser Würfelkomponenten, klicke nochmal doppelt auf diese Teilfläche hier. Und jetzt habe ich nur noch diese Teilflächen. Und auch die kann ich jetzt auf eine neue Ebene legen. Ja, jetzt hat er währenddessen die Auswahl aufgehoben, warum auch immer. Jetzt habe ich sie wieder ausgewählt, Steuerung A. Und jetzt kann ich sagen, ich hätte die gerne auf der Ebene Teilflächen. Und jetzt ist alles erstmal wieder da. Wenn ich jetzt die Ebene Teilflächen ausblende, dann verschwinden tatsächlich diese Teilflächen dieses Würfels. Ja. Wozu das jetzt gut sein soll, ist erstmal egal. Wichtig ist nur, dass Sie sozusagen Komponenten verschachteln können. Das ist natürlich ganz klar, wofür das gut ist. Also Bauelemente wie Fenster und Türen und dergleichen oder Möbel, die ja nicht immer aus dem gleichen Material bestehen, logischerweise, also vollständig aus dem gleichen. Wären also zunächst mal insgesamt eine Komponente, ein Component und können also auf diese Weise munter auf ihrer Fassade verteilt werden. Haben natürlich intern nochmal Teilkomponenten, logischerweise für die Glasscheibe zumindest und für die Fensterrahmen, für die Fensterbank. Also das ist ganz klar, wofür das gut sein kann. Es kann dann auch sinnvoll sein, dass Sie die Fensterflächen ausblenden wollen oder können, weil Sie zum Beispiel in Ihr Haus reingucken wollen, unkompliziert. Also wäre es zum Beispiel schlau, wenn dann die Fensterflächen, so wie jetzt gerade hier gezeigt, mit diesen Teilflächen auf einer gesonderten Ebene liegen, die man dann entsprechend ausblenden kann. Ein weiteres Beispiel dafür, wie ich finde, wie einfach und naheliegend alles in SketchUp funktioniert. Man wundert sich wirklich, warum das in anderen Programmen nicht auch so einfach gehen kann. Das war es zunächst mal. Ein weiteres Stück Information zum Thema Komponenten, diesmal in Kombination mit Ebenen, die Verschachtelbarkeit von Komponenten und die Möglichkeit, Teile des Modells oder den Rest des Modells auszublenden bei der Bearbeitung eines bestimmten Komponenten. Das war's erstmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.